So, Momentchen mal. Ich glaube, wir haben nämlich was wieder ins Tagebuch geschrieben. Genau. Oh. Gérard's Misere. Die Nacht ist hereingebrochen, doch wir ermitteln weiter. Wir wollten gerade zum Lokal hinter dem Glockenturm gehen, als wir Gérard trafen. Er erinnerte sich, etwas Wertvolles in der Nähe des Parks verloren zu haben, möchte jedoch zu so später Stunde nicht mehr dorthin gehen. Wie ich Luke schon oft belehrt habe, ist die oberste Pflicht eines Gentlemans, jenen zu helfen, die in Not sind. Folglich boten wir Gérard unsere Hilfe an. Nachts in der Pension. Hector erzählt uns, dass Beatrice Gérards verlorene Uhr gefunden hat. Das ist aufschreibenswert, oder was? Der arme Hector befand sich in einer misslichen Lage, als wir ihm begegneten. Trotz seiner Angst im Dunkeln wollte er nicht nach Hause gehen, bevor er nicht ein Rätsel gelöst hatte, das ihn beschäftigte. Wir sollten Beatrice einen Besuch abstatten. Ein Rat von Beatrice. Beatrice erwähnt, dass Ramon sich oft in der Gaststätte des Dorfes aufhält und dass wir ihn dort vielleicht finden könnten. Sie gab uns auch die Uhr, die Gérard verloren hatte. Wenn wir diese zurückgeben, können wir endlich unsere Suche weiterführen. Auf zu Bouillon. Nun, da Gérard seine Uhr zurück hat, können wir endlich wieder unsere Suche nach Ramon fortsetzen. Ich gestehe, ich bin etwas müde und hoffe insgeheim, dass wir im Dorflokal auf unserer Suche nach Ramon endlich fündig werden. Ich sollte dann auch bald mal ins Bett gehen. 2.23 Uhr. Ich merke, dass sich mein Kopf langsam verschließt. So. Schon besser, muss noch viel getan werden. Naja. So, schieß mal los. Ach, du hast schon einen Teppich. Ich denke, ein einzelner Teppich sollte reichen. Genial, wie schön rund er ist. Bitte sehr. So, Bett wirklich herrlich. So, Handgehüte, schöne Handarbeit. Nun ist es etwas kleiner, als das bei mir zu Hause steht. Was soll ich mit einem Bücherregal, wenn ich gar keine Bücher habe? Und der Hocker. Welch schöner Hocker, er passt sogar zur Täfelung der Wände. Nicht gerade bequem. Ach so. Ach, die werden von vorne nach hinten eingeschoben. Entschuldigung. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, guck mal, der Teddy passt doch hier perfekt. Dieser Bär hat ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Oh, hallo, Meister Pets. Hahaha. Okay, ist nicht ganz eindeutig, aber ich glaube, der passt bei Luke schon besser hin. Und das Bett, genau nach meinem Geschmack. Okay, gut. Und Gemälde hatten wir auch noch neu. So, das passt hier bestimmt irgendwo dran. Oder auch nicht. Ich glaube, das müssen wir einmal drehen. Guck mal. So könnte das irgendwie hier hinpassen. Vielleicht auch hier. Man weiß es nicht, ne? Wir finden es raus, ganz bestimmt. So, wie viele Fährten hattest du schon? 6? Na, Rex. Hat dir jetzt gerade jemand was Verdorbenes gedacht? Ich würde sagen, wir speichern mal mittendrin. Nicht, dass wir das wieder vergessen hier. In einer Stunde 6 Rätsel gelöst. Ist das peinlich, ey. So, Kollege Kalle, was meinst du? Na, hallo ihr beiden. Seid ihr immer noch auf der Suche nach Ramon? Wie? Immer noch kein Glück? Pass bloß auf, nachts ist es hier sehr gefährlich. Da kann man nicht einfach mit einem Kind durch die Gegend laufen. Das ist noch viel gefährlicher. Ich fürchte, ich muss euren Leichtsinn mit einem Rätsel strafen. Aber das löst ihr doch mit links, oder? Bestimmt. 49? 50? Zahlenlabyrinth. Raus aus dem Zahlenlabyrinth. Fang in der Mitte an und arbeite dich über die Zahlenfelder bis zu einem der Ausgänge A, B, C und D vor. Dies sind die Regeln. Du musst stets genau so viele Schritte tun, wie die Zahl anzeigt, auf der du stehst. Du darfst dich weder horizontal noch vertikal bewegen. Also du darfst es auswählen, aber pro Zug nur in eine Richtung. Du musst genau auf einem Ausgangsfeld landen, um dieses Rätsel zu lösen. Zu welchem Ausgang gelangst du? Also. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen... Bitte zeichne den Kreis noch einmal. Ja, Entschuldigung. Wir gehen von der 2 hier hin. 6. Das geht schon mal nicht. Dann können wir wieder zurückgehen? Ist das erlaubt? Ich glaube, das ist nicht erlaubt, oder? Wenn ich meine 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier, so. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Hier gibt es ja tausend Möglichkeiten, die man machen könnte.
Ich, ach nee. 20 Pikarat schon wieder, ne? Hasse ich ja solche Rätsel. Also ich sag mal so, ne? Was ist denn der leichteste Weg, in so einen Ausgang zu kommen? Eins, zwei, drei. Also wir können ja nur in eine Richtung gehen. Das heißt, von der Seite kommen wir nicht rein. Wir müssen also geradezu laufen. Das heißt, irgendwo in diesen Linien hier, auf so eine Zahl, also eigentlich in so eine, weil ich meine, wenn wir jetzt hier auf die 5 kommen, 1, 2, 3, 4, 5, schaffen wir es nicht. Mit welcher Zahl kommen wir denn irgendwo rein? Fangen wir bei A an. 2, nee, 4, nee, 4, nee, 5, nein. Nee, also A ist es nicht. 3, 7, 6, 5, 2, nee. C, 3, 4, 2, 2, 2, nein. Da kann es ja nur B sein, oder? Wenn wir von irgendwo auf diese 2 kommen, 1, 2. Weil 3 ist zu viel und die 2 hier ist zu kurz. Also geht's nur über die... Es kann jetzt nur B sein. Oder? Ich sag's mal. Wer weiß. Vielleicht gibt's dann wieder nur 18 oder 16 Pikarat. Oder noch weniger, weil wir ja eine Auswahlmöglichkeit... Okay. Hätte sich das erledigt. 18, 18. Yay. Den Weg hätte ich auf jeden Fall gefunden. Rückwärts bearbeitet und... rückwärts arbeiten, Ausgang B, ja. Irgendwie, meine Stimme funktioniert nicht mehr so richtig. Also die Verbindung zwischen Gehirn und Mund und was da rauskommt. Nun, es scheint, als hätte ihr es tatsächlich gelöst. Natürlich hatte ich auch niemals an eure Rätselfinesse gezweifelt. Wenn ihr das Lokal sucht, das ist da drüben. Aber der Kleine hier sollte wirklich langsam ins Bett. Außerdem kann der Turm jederzeit mit diesem heiden Lärm anfangen. Hören Sie auf mich, Professor. Gehen Sie wieder zur Pension, ja? Bleiben Sie nicht zu lange draußen. Teakholzkommode. Na, das klingt nach Luke. Und das Rätsel ist jetzt im Index gelandet. Und kann da jederzeit wieder Alter, ich trinke doch nur Wasser, Körper. Behalt's bitte. Kann da jederzeit wieder gespielt werden. Okay, wir können hier in das Lokal. Wir gehen aber erstmal ein bisschen spazieren. Denn auf dem Marktplatz ist plötzlich nichts mehr los. Ja, eine Hinweismünze. Ja, eine Hinweismünze. Hier vielleicht wieder irgendwie ein verstecktes Rätsel oder so? Offensichtlich nicht. Eine Hinweismünze. Agnes, was gibt es bei dir heute Schönes? Na, jetzt weiß er aber noch spät auf, um hier rumzuschnüffeln. Ich hätte da auch ein Rätsel, bei dem ihr mir helfen könntet, wenn ihr schon in Detektivlaune seid. Rätsel 53, Fischdieb. Da hast du einmal weggeschaut und schon kam jemand daher und verschlang das Fischgericht, das du zum Abendbrot essen wolltest. Wollte ich nicht. Also können wir gleich hier aufgeben. Wollte ich nicht. Drei Brüder wurden unweit des Schauplatzes dieses grässlichen Verbrechens aufgegriffen. Sie hatten Folgendes zu sagen. A. Ich? Oh ja, ich hab's vertilgt. War lecker. B. A hat dein Essen in Windeseile verdrückt. Ich hab's genau gesehen. C. B und ich haben deinen Fisch nicht gegessen. Einer der drei Hacker lügt. Aber wer? Also es geht nicht darum, rauszufinden, wer es gegessen hat, sondern es geht darum, rauszufinden, wer hier lügt. Also mal angenommen, A lügt. Ne? Dann kann B auch nicht die Wahrheit sagen, weil wenn A lügt, hat er es ja nicht gegessen und B sagt, A hat es gegessen, also lügt B auch. Geht also nicht. Kann nur B oder C sein. Ne? Wenn B lügt, dann hat A es nicht gegessen. Heißt aber dann auch, dass A lügt, wenn er sagt, er hätte es vertilgt. Also die hängen ja zusammen, ne? Und mal angenommen, C lügt. Ja, aber wenn C lügt... Dann haben ja B oder C den Fisch gegessen.
was die Aussagen von A und B in, Also irgendwie komme ich jetzt gerade zu dem Ergebnis, dass wenn auch nur einer von den dreien lügt, es nicht sein kann. Also nochmal angenommen, A lügt. Dann war es nicht A. Aber B sagt, dass es A war, also lügt B auch, wenn es A nicht war. Ist also Blödsinn. Wenn B lügt, dann lügt auch A. Weil B beschuldigt A ja. Hä? Da steht, einer der drei Racker lügt. Daraus schließe ich, dass die... Wenn einer lügt, sagen die anderen beiden die Wahrheit. Oder? Aber das kommt hier gerade nicht hin. Ich habe es ja nur schon durchgekaut. Je nachdem, wer hier lügt, dann lügt auch jemand anderes, weil die sich ja gegenseitig belasten. Oder eben auch nicht, so wie C. Wieso sind denn die alle so unverständlich, diese Rätsel? Wer lügt? Wenn A lügt, dann hat's A nicht gegessen. B sagt aber, dass A es gegessen hat. Kann also nicht sein. Wenn B lügt, dann war es nicht A. Aber A behauptet, dass es A war. Kann also nicht sein. Wenn C lügt, dann haben B oder C den Fisch gegessen, aber A und B behaupten, dass es A war. Kann also nicht sein. Ich übersehe schon wieder irgendein fucking Detail. Ich würde euch einfach alle drei verkloppen. Was hältst du denn davon? Ich habe keine Ahnung, wer hier lügt. Ich sage jetzt einfach A. Ich habe keine Ahnung. There we go. Das wäre irgendwie witzig, wenn das jetzt stimmt. Das stimmt leider nicht. Oh. Du suchst hier den Lügner, nicht den Fischdieb. Ja, das ist mir schon klar. Aber wenn ich die Aussagen miteinander vergleiche, dann finde ich hier keinen Lügner. 11 Pekarat ziehst du mir ab, du Arsch. Ich bin kein bisschen schlauer. Also A sagt die Wahrheit. Das heißt, es war A. Das heißt, B sagt auch die Wahrheit, wenn er sagt, A war es. Wenn es A ja war. Aber wenn C sagt, B und ich haben deinen Fisch nicht gegessen, stimmt das ja auch. Weil den hat ja A gegessen. Das heißt, C sagt die Wahrheit. Bin ich blöd, oder was? Wenn ich jetzt auf einen dieser beiden Buchstaben drücke, ne, und es ist wieder falsch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Scheiße nicht. Was überlese ich denn hier? Wenn das wieder so eine Kack-Erklärung ist für die Lösung, ne?
Wehe, es ist B. Luke, here's my answer. Another puzzle solved. Erklärung bitte. Na klar. Es sind natürlich zwei Leute, die sich das Ding Mic drop, weiter geht's. Das habt ihr in Windeseile gelöst. Hätte sie keinen Scheiß Agnes. Ist auch so eine Lügnerin. Und ich dachte, ihr seid nur zwei alberne Lackaffen aus der Stadt. Das war wohl ein Irrtum. Nun, eine Hand wäscht die andere. Lasst mich euch eure Zukunft vorhersagen. Oh, das ist nicht gut. Eure Zeit in St. Mystère wird euch rauchende Köpfe und schlimme Überraschungen bescheren. Passt auf euch auf. Fernseher, Luke. Weil der Herr Herschel Layton ist ja eher einer, der Bücher liest. So, Herr Kollege, wer sind Sie denn? Giuseppe. Es muss ganz schön ins Mark gehen, die ganze Nacht zum Ermitteln auf den Haxen zu sein. Wie wäre es mit einem kleinen Rätselhaken zwischendurch? Hier ein besonderes Filetstück. Rätsel 54, Monsterangriff. Oh nein, das Dorf ist in größter Gefahr. Während du diese Zeilen liest, schickt sich ein abscheuliches Monster an. Verzeihung. Über das nächtliche Saint Mystère herzufallen. Schlag das Untier zurück, indem du es ins Auge stichst. Um Schnurrbärts Willen beeil dich. Okay. Muss ich das jetzt hier verstehen? Könnte es dieses Haus sein? Oder ist es das hier unten? Das wäre doch viel zu einfach. Das ist bestimmt wieder so ein Rätsel, wo man irgendwelche Umrisse nicht richtig deutet. Hier unten sein, oder? Oder wie sowas vom Profil her? Aber sehe ich jetzt auch im Himmel nirgendwo. Ich will das nicht probieren, weil ich Angst habe, dass es falsch ist. Schon wieder 20 Pikarat. Du weißt ja, wie es ist. Aber es sieht halt aus wie Augen hier unten. Und das Haus sieht so aus, als würde es das andere Haus gleich fressen. Aber das ist vermutlich nur meine Fantasie, die sich da manifestiert. Ich meine, auch ein Ungeheuer. Ich versuche jetzt in dem Himmel irgendwelche Umrisse zu erkennen, die darauf schließen lassen, dass es sich da um was Böses handelt. Aber also, Oder ist das hier das Untier? Man weiß es nicht. Wenn ich das jetzt bestätige, ist es doch 100 pro falsch. Ich sehe hier jetzt auch absolut nichts anderes. Scheiß drauf. That should do it. Bitte. Ich hab mir fast gedacht. Ah, I suppose I thought wrong. Das Biest treibt immer noch sein Unwesen.
Nee, Kitty ist lieb. So. Ja. Ich erkenne hier beim besten Willen nirgendwo ein Biest. Es muss ja eigentlich was mit dem Himmel zu tun haben, aber... Wo denn? Was denn? Wie denn? Ich hasse diese 20 PK-Rad-Rätsel, die sind richtig scheiße. Ich gucke jetzt mal von ein bisschen weiter weg. Ob man da irgendwie was sieht. Wenn ihr es schon gefunden habt, sagt mal bitte, wo es ist. Ich glaube, meine Stimme klingt gerade ganz komisch wegen der Rauschfilterung. Ich benutze doch jetzt hier keine Hinweismünzen, Mensch. Und mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Es ist doch nicht dieses Haus! Und am Ende ist es wieder was voll Offensichtliches. Ich glaube, ich werde nach diesem Rätsel erstmal aufhören, um meine ein bisschen die Augen zu entspannen und gegebenenfalls auch ein bisschen Schnaps. Oh, Eierlikör!